Hans, wir haben den nächsten spannenden Fall im Bereich Compliance, im Bereich Firmenuntersuchung und Enforcement. Er heisst Julius Bär. Das ist jetzt etwas bekannt worden, nicht bestätigt, aber die NZZ hat geschrieben, es läuft das Enforcement-Verfahren gegen die Julius Bär. Wo du das vernommen hast, ist das etwas, wo du denkst, ja, ja, logisch, oder hast du gedacht, oh, hoppla, was ist denn da los? Ja, in Richtung, es ist ja logisch. Ich lese ja deine Beiträge jeden Tag und Julius Bär kommt auch bei dir ein bisschen viel vor, oder? Also, und wenn ja bei dir eine Bank viel vorkommt, dann nachher kommt irgendwann die FINMA. Ich nehme an, dass die Staatsanwaltschaft wird jetzt in dem Fall nicht kommen, aber die FINMA kommt dann mal. Also das ist schon ein bisschen speziell. Schieberkurve, die schon ein bisschen aufgegangen ist. Ja, das ist für mich ein bisschen speziell. Ja, also man kann natürlich im Einsatz vorkommen, zum Teil wegen lustigem Zeug, amorösen Angelegenheiten oder eben wegen ernsthaften Sachen wie komplett. Und im Fall von Bär ist vielleicht gerade ein bisschen beides in der jüngeren Vergangenheit der Fall gewesen. Das verkörpert ein Herr, das ist der Boris Gallardi. Ja. Der war lange Chef von dieser Bär. Ist dann im November plötzlich einfach weg nach Genf, abtauben zu dieser Big D. Ist es Era Gallardi, der da vorkommt, jetzt letztendlich, wo eben zu dem Enforcement geführt hat von der FINMA? Ich habe Bär nicht so eng verfolgt, aber ich habe natürlich auch in meinen langen Jahren habe ich ein Erlebnis gehabt mit dem Bär. Bank Bär hat eine sehr schöne Sammlung von Bildern, die in der Bank hinten an der Wand hängen. Und sie hat einmal gesagt, das ist mehr als 10 Jahre her, wir machen die Ausstellung im Helmhaus, wir machen eine öffentliche Ausstellung. Und da hat es so eine Vernissage gegeben, eine Veranstaltung. Und der damalige Stadtpräsident, Sepp Estermann, hat irgendwie die Laudatio gehalten, hat dem Bär gedankt, und dass er das zeigt und dass das so schön ist und wie gut die Stadt ist und so. Er war ein SP, ein Sozialdemokrat. Der blässliche Sepp, hat man mal gesagt. Ja. Ein Luzerner, In der Klosterschule. Ja, Klosterschule, genau. Sozialdemokrat. Ja. Und dann hat er also lachend gesagt, das sei halt oft schön, wie der Bär funktioniere, obwohl der Bär ihn ja als Kunde nicht würde akzeptieren. Julius Bär, Zürcher Bank, der Stadtpräsident von Zürich nicht wollen als Kunde. Okay. Das sagt er, ja, oder? Ja. Und damals war der Verwaltungsratspräsident von Bär ist der Thomas Bär, Jurist von Bär und Karr, ein strenger und eher ein härter Jurist. Er hat seine vorbereitete Rede parat gehabt, und dann hat er aber spontan hat er gesagt, ja, also, wissen Sie, Herr Stadtpräsident, Sie sind Stadtpräsident von Zürich und als solcher sind Sie nicht akzeptabel für uns als Kunde. Aber Sie treten ja bei den nächsten Wahlen zurück und dann sind Sie uns willkommen als Kunde. Also, das ist besser als Pep, oder? Als Politiker. Als Exposed Person nehmen wir nicht. Ja. Nicht wegen dem besser Mann. Aber das ist natürlich Prinzip. Spannend, oder? Weil, also, der damalige Chef, der Thomas Bär, von der Familie Berner, das ist die alte Zeit gewesen, oder liegt 20 Jahre zurück, bald einmal, hat einer gesagt, egal ob Zürich oder Moskau oder Jakarta, ist einfach Pep. Pep ist die Kategorie und das halten wir ein und das ziehen wir durch. Keine Pep. Geht nicht. Okay, keine gut. Pep. Wie ist denn jetzt, jetzt gehen wir in die neue Zeit, oder? Eben Gallardi, dort sind die Peps willkommen gewesen und hat man weggeschaut. Es hat oft ein bisschen viele exponierte Leute, die am Inside Paradeplatz oder sonst auch in den Zeitungen kommen, wo beim Bär sind. Ja. Sehr viele Exponierte, das kann man sagen. Sehr viele Exponierte. Das heißt also, das ist ja, und ich würde nicht sagen, Familie Bär hätte es besser urteilt gehabt, sondern sie haben strikter ihre Regeln befolgt. Ja, und jetzt ist man pragmatisch. Also es gibt ja auch die Aussage rund um die Ära Gallardi oder den Boris Gallardi, dass er wirklich einfach immer einfach voll aufs Ganze gegangen ist. Wachstum ist die oberste Maxime gewesen. Und dazu gehört natürlich, dass man dann beim Geld, das man reinziehen kann, bei neuen Kundengeldern, und um das geht es am Ende des Tages, locker gewesen ist. Gut, lassen wir das mal bei dem bestehen. Mich interessiert noch etwas anderes. Gibt es einen Unterschied zwischen familiengeführten Firmen, Banken, oder? Also, das ist die Bärbank zu Zeiten von Thomas Bär und eben vom Manager geführte Firmen, wie dann in der jüngeren Zeit bei der Bank Bär durch eben der Herr Gallardi. Ja, das gibt einen grossen Unterschied. Ja, es gibt so den Spruch, the name on the plate oder the name on the building. Wenn ein Familienname oben über der Bank steht und es ist noch jemand von der Familie in dieser Bank drin, dann ist das oft eine andere Welt. Weil das ist er, oder? Im Rotary und in der Zunft und in der FDP und oder CVP, wo immer ist, das ist er. Wenn etwas in der Bank passiert und die Bank in die Zeitung kommt, ist der Familienname in der Zeitung. Nicht, wenn er 51% hat, wenn der Name oben drunter steht. Und das ist ein riesen Unterschied. Ja. Das hat man beim
Das ist bei all denen, wo der Name noch drauf steht.